Wir machen jetzt die drei Phasen: Struktur, Wasser, Wachstumskraft. Es hat verschiedene Tönungen und auch Einfluss auf den Körper. Es ist klar, wenn ich in die Hocke gehe, wieder raufkomme, das wirft den Kreislauf an. Und dieser Blutfluss, damit dass man das immer feiner wahrnimmt, bilden sich eben auch auf dem Wege des Lernens, des feineren Wahrnehmens, immer mehr synaptische Bahnen. Und dann hat der Körper mehr Zugriff da drauf und ich gebe ihm auch einfach mehr Zeit damit, ne? Ist klar. Okay. Kamera hat auch umgeschaltet. Okay, dann nach links anfangen. Und die Struktur. Dann das Wasser, wieder zunehmende Regen. Langsam und nur so tief, wie es angenehm ist, ja. Das hier die Wachstumskraft. Kommen an und lassen hier die Arme sinken, gehen wieder nach rechts ins Standbein, nach links die Bewegung und so weiter. Klappt gut. Und einatmend, ausatmend, einatmend und ausatmend, ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Und so weiter. Und langsam spüren ist erstmal langsam. Einen Durchgang hiermit noch mit den Dreien und dann zu den Fünfen. Und jetzt die fünf Wandlungsphasen.
anderthalb Durchgänge noch. Und abschließen. Und die Frage ohne eine Antwort. Wie fühle ich mich jetzt nach einer sehr kurzen Session? Zen Qigong ist Zen. Für Leute auf dem Weg zum inneren Lächeln, zur Weisheit. Brahma Viharas auch. Und Freundlichkeit, Aufmerksamkeit, Gelassenheit, ja. Und Gesundheit. Nebeneffekt. Danke fürs Mitmachen. Okay, entwickelt euer inneres Lächeln, ist ziemlich wichtig. Also da steckt die Freundschaft drin. Nee, das ist gut. Hallo. Finde ich gut, wenn es gut getan hat. Dafür mache ich das. Wirklich egal, wie viele Leute mitmachen. Ich weiß, dass es gut tut. Ja? Also deswegen, ich mache das, um es anderen zu zeigen, weil ich weiß, ich hätte das in meiner, wie heißt das, Adoleszenz, also als Jugendlicher, über so eine Art und Weise, also nicht zu so einem alten Knacker wie mir extra auf die Wiese zu gehen, das hätte, weiß ich nicht, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber so Livestream und YouTube und so, jemanden zu finden, ich hätte das gebraucht, wirklich. Das hätte mir ein bisschen Abwege erspart. Danke fürs Mitmachen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Einen schönen Sonnabend und um 14 Uhr, wenn ihr in Berlin seid, Südwesten von Berlin, Köpenick, findet ihr auf meiner Internetseite und beim Verein Stadtbewegung. Stadtbewegung. Ja. Findet ihr auch die weiteren Angaben und so und die YouTube-Links und hast nicht gesehen. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Back to the still. Back to the black und Freundlichkeit.